Vor einer Woche hatten wir als Familie die Möglichkeit gehabt, 6 Tage in Norwegen zu verbringen. Und unser Ziel war nicht nur die Natur anzuschauen, sondern auch die Möglichkeit zu nutzen, um zu angeln. Und Rudi Hein hat uns dabei ganz stark unterstützt. Er hat uns auch ein paar Sachen ausgeliehen und dabei hat er noch eine Warnung ausgesprochen. Er sagte: Waldemar, du musst Acht geben. In Norwegen im Meer gibt es nicht nur essbare, sondern auch giftige Fische. Und wenn du so eine Art von Fisch fängst, dann kann es auch solche Stimmen machen wie ein Huhn. Und dabei musst du Acht geben, dass du bei diesem Fisch nicht gegen Stachel kommst, sonst kannst du schwere Folgen davon tragen. Als wir unseren ersten Fisch gefangen haben, das war von der Farbe her rot, in der Größe ungefähr, und wir haben uns die Frage gestellt, ist dieser Fisch jetzt essbar? Können wir jetzt ohne Sorgen verzehren? Wir haben angefangen zu googeln, die Bilder zu vergleichen. Wir haben diese Sache ziemlich ernst genommen. Wir konnten herausfinden, welcher Fisch es war. Es hatte keine große Stachel, es hatte auch keine Stimmen gemacht. Also haben wir das mit ruhigem Gewissen gegessen, konnten unser Essen genießen und hatten auch keine Folgen davon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Warnung, Waldemar, achte bitte darauf, nicht jeder Fisch ist essbar. Das hat so richtig gesessen. Als Jesus mit den Jüngern unterwegs war, da hat er auch einmal eine Warnung ausgesprochen. Jesus war mit den Jüngern auf einem Boot, auf einem See unterwegs und die Jünger als Proviant hatten nur ein Brot bei sich gehabt. Und Jesus sprach dann diese Worte oder diese Warnung, wir finden das in Markus Kapitel 8, Vers 15. Und er gebot ihnen, schaut zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Die Jünger haben angefangen, darüber Gedanken zu machen. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir jetzt zu wenig Brot bei sich haben? Wer war für das Essen zuständig? Wer hat diese Aufgabe vernachlässigt? Die haben angefangen, miteinander zu diskutieren und wahrscheinlich war das heftige Diskussion so, dass Jesus dazwischen greifen musste und sagte, habt ihr immer noch nichts verstanden? Habt ihr immer noch nichts verstanden? Als ich mit fünf Brote gebrochen habe und 5000 Menschen satt gekriegt habe, wie viele Körbe voller Brocken habt ihr dann gesammelt? Und sie sagten 12. Als ich 7 Brote genommen habe und diese 7 Brote gebrochen für 4000 Menschen und diese Menschen alle satt bekommen habe, wie viele Körbe voller Brocken habt ihr gesammelt? Und sie sagten 7. Habt ihr Augen und sieht nichts? Habt ihr Ohren und hört nichts? Soweit die Geschichte. Tatsache ist, die Jünger haben es nicht verstanden, weil Jesus mit dieser Warnung gemeint hat. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und meine Frage heute ist, an uns ist, verstehst du heute, was Jesus mit dieser Warnung gemeint hat? Um das richtig zu verstehen, möchten wir zuerst wissen, wer die Pharisäer waren. Wenn ich das Wort Pharisäer höre, dann denke ich direkt an etwas Negatives. Aber ich möchte, dass wir uns einfach in die Lage des Volkes versetzen und zuerst versuchen, mit den Augen des Volkes diese Gruppe anzuschauen. Wer waren die Pharisäer? Die Pharisäer als Gruppe ist ca. 160 vor Christus entstanden. Und sie haben sich als Jünger oder Nachfolger Mose genannt. Und ihre Aufgabe war, dass die das Gesetz Gottes, das durch Mose hinterlassen wurde, dass die dieses Gesetz studieren, dass die dieses Gesetz verstehen, dass die das Gesetz auslegen und an das Volk weitergeben. Die Pharisäer
haben nicht nur an die Juden gedacht. Sie haben auch an alle anderen Menschen aus anderen Nationen gedacht. Und so sind sie zu den anderen Völkern gegangen, um dort das Wort zu verkündigen. Also die Pharisäer waren auch sehr aktiv missionarisch tätig. Die Pharisäer waren so wie Hüter des Volkes. Sie haben richtig Acht gegeben, dass im Volk Israel keine Irrlehre entsteht und das Volk nicht zum Götzendienst weggeführt wird. Sie waren sozusagen die Pastoren von damaliger Zeit. Es waren die Geistlichen des Volkes. Ich denke, wenn wir damals die Frage gestellt hätten, was meinen Sie an das Volk? Was meinen Sie? Wer aus dem Volk würde als Erster die Pforte des Himmels überschreiten? Ich denke, dann würden wir eine Antwort zu hören bekommen. Und zwar, ja klar, das sind die Pharisäer, das sind doch unsere Geistlichen und unsere Lehrer. Aber als Jesus auf dieser Erde gelebt hat, dann war er derjenige, der diese Pharisäer stark kritisiert hat. Ich möchte mit euch zusammen über zwei Punkte sprechen, warum für uns heute der Sauerteig der Pharisäer gefährlich ist oder warum wir vom Sauerteig der Pharisäer uns in Acht nehmen müssen. Und der erste Punkt heißt, das Heil von den Äußerlichkeiten abhängig machen. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Apostel Paulus und Barnabas unter den Heiden das Wort Gottes verkündigt haben. Und die Heiden waren für das Wort Gottes sehr offen. Sie haben nicht nur zugehört, sie haben das Evangelium angenommen. Sie haben sich für Jesus Christus entschieden. Sie kamen zu Jesus und haben diese Vergebung und Versöhnung erlebt. Sie kamen zum Heil und wurden gerettet. Aber in Kapitel 15, Vers 1 lesen wir, Apostelgeschichte 15, Vers 1, dass da Menschen waren oder wie in der Bibel steht, einige aus Judäa, die dazugekommen sind. Sie haben angefangen, mit den Brüdern zu reden und zu erklären, es ist gut, dass du dich für Christus entschieden hast, aber es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Du musst dich noch beschneiden lassen und dem Gesetz Mose folgen. Erst dann wirst du gerettet. Und in der Gemeinde, Apostelgeschichte 15, Vers 1, und da ist dann in der Gemeinde eine Unruhe entstanden. Sie waren sich nicht einig. Was ist jetzt die ganze Wahrheit? Reicht es nur an Jesus Christus zu glauben oder müssen wir uns jetzt beschneiden und dem Gesetz Mose folgen? Und da fiel die Entscheidung in der Gemeinde. Sie haben gesagt, Paulus und Barnabas, geht bitte nach Jerusalem zu den Aposteln und stellt diese Frage in der Gemeinde in Jerusalem und trifft eine endgültige Entscheidung. Und so kamen diese zwei nach Jerusalem und haben wieder berichtet über die Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und das waren die Heiden und wie Gott unter den Heiden am Wirken ist und dass die Menschen zum Glauben kommen und dass sie durch Jesus Christus gerettet sind. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 5 lesen wir, da waren wieder die Menschen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig geworden sind. Also es waren Menschen aus der Sekte der Pharisäer, die Christen geworden sind, aber durch und durch Pharisäer waren. Die haben wieder diese Frage gestellt oder diese Aussage gemacht und haben gesagt, es ist schön und gut, aber jetzt muss man diese Menschen beschneiden lassen und dass sie dem Gesetz Mose folgen. Und ich war sehr froh, wie Petrus diese Frage geklärt hat. Er sagte nämlich, allein durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sind wir gerettet. Allein durch Jesus Christus haben wir diese Rettung empfangen und allein durch Jesus Christus ist das möglich. Man kann nichts mehr dazu dichten. Es bringt nichts, wenn wir anfangen, irgendwas noch in Erfüllung setzen, um gerettet zu sein.
Es ist unnötig. Vor einigen Jahren, als unsere älteste Tochter schwer krank geworden ist und wir mussten mit ihr ins Krankenhaus, dann haben wir die Entscheidung getroffen, also ich gehe mit meiner Tochter ins Krankenhaus und meine Frau bleibt mit dem Baby zu Hause. Im Krankenhaus war noch ein Spielraum für die Kinder und in diesem Spielraum war eine Mitarbeiterin, die für die Kinder und für die Spielsachen zuständig war. Es war eine ältere Frau, ich habe sie kennengelernt und ich hatte mit ihr auch ein Gespräch gehabt und wir konnten uns gut unterhalten und irgendwann sagte sie, Waldemar, ich habe in vielen Jahren in diesem Raum gelernt, die streng gläubige Christen, vor allem Kinder, zu erkennen. Sie wusste auch, dass ich gläubig bin, dass ich jeden Sonntag zur Kirche gehe, dass ich die Bibel ernst nehme und so weiter. Und sie sagte, ich möchte dir ein negatives Ereignis erzählen. Ich war hier in diesem Raum und war mit einem Mädchen beschäftigt. Ich habe ihr ein paar Spielsachen angeboten, sie hat zeitlang gespielt und irgendwann hat sie aufgehört zu spielen, drehte sich zu mir um, zeigte auf mich mit dem Finger, mit den Worten, du kommst in die Hölle. Und sie war so, ich war so schockiert, sagt sie, und ich habe gefragt, warum? Wie kommst du da drauf? Du schneidest dir die Haare. Und ich muss sagen, eine Sache tut mir schrecklich leid. Das ist das Mädchen. Die Eltern haben diesem Kind das Evangelium total falsch vermittelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Eltern gesagt haben, das Kind, wir freuen uns, dass du dich für Jesus Christus entschieden hast. Aber jetzt denk bitte daran, wenn du dir die Haare schneidest, dann ist das nicht gottesfürchtig, das ist eine Sünde. Und wenn du das tust, dann gehst du verloren, dann kommst du in die Hölle. Noch heutzutage sind wir in Gefahr, dass wir das Evangelium falsch vermitteln und falsch verkündigen. Leute, als Jesus am Kreuz war und als er am Sterben war, dann waren seine letzten Worte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Hier am Kreuz sind diese 100% erreicht. Und ab jetzt darf jeder zu mir kommen und jeder, der an mich glaubt und bei mir Buße tut, der wird gerettet. Deswegen sagte Petrus ganz deutlich, allein durch Gnade unseres Herrn Jesus Christus sind wir gerettet. Und allein durch ihn, allein durch Jesus Christus. Es ist vollbracht, es ist vollendet, da sind diese 100% und wir dürfen nichts dazu dichten. Und alles, was dazu kommt, ist Sauerteig der Pharisäer. Das war Denkweise der Pharisäer. Es reicht nicht, an Jesus zu glauben. Man muss sich noch beschneiden lassen, dem Gesetz folgen. Erst dann sind wir gerettet. Falsch. Das ist nicht das Evangelium. Zweiter Punkt heißt ein perfektes Bild nach außen. Jesus hat einmal ein Zeugnis von Pharisäern gegeben und traf damit genau den wunden Punkt. Er sagte einmal, ihr Pharisäer, ihr seid wie gestrichene, gepflegte, schöne, schön geschmückte Gräber. Von außen sieht das schön aus, aber von innen seid ihr voller Gestank und Würmer und voller Unreinheiten. Ich konnte jetzt nicht euch ein Grab präsentieren oder hier einen Sarg hinstellen. Als Beispiel habe ich, um dieses Beispiel deutlich zu machen, habe ich hier eine Tasse mitgebracht. Diese Tasse ist jetzt weiß, glänzend, einfach perfekt. Und stell dir das vor, du würdest jetzt Durst haben. Und ich würde sagen,
ich möchte dir Wasser geben aus dieser Tasse. Würdest du aus dieser Tasse trinken wollen? Wenn ich jetzt die Tasse anschaue, dann sage ich, ja, warum nicht? Die Tasse ist weiß, sauber, glänzend, perfekt. Alles ist gut. Aber wenn ich jetzt den Deckel aufmache und dir den Inhalt zeige von dieser Tasse, hier ist Erde, hier ist Hühnermist, hier gibt es sogar, komm, Würmer. Also hier ist alles vorhanden. Und jetzt frage ich dich, würdest du aus dieser Tasse trinken? Ich bin der Erste, der sagt, nein, danke. Mache ich Deckel zu. Das war das Bild der Pharisäer. Also nach außen haben sie ein perfektes Leben geführt und konnten ein perfektes und schönes Bild präsentieren. Aber das war eben nach außen. Jesus erzählte ein Gleichnis und er sagte in Lukas Kapitel 18, sagt Jesus, es waren zwei Menschen, die in den Tempel gegangen sind, um zu beten. Und einer war der Pharisäer, der andere Zöllner. Und als der Pharisäer gebetet hat, sagte er, Herr, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Mit anderen Worten, Herr, ich habe gute Erziehung bekommen, ich habe gute Ausbildung bekommen, ich bin ein Studierter, ich bin ein Gelehrter, ich glaube an Gott, ich führe ein gutes Leben, ein vorbildliches Leben, ich bete zu Gott, ich gebe ein Zehntel, also nach außen super Bild. Aber dann war noch ein Zöllner, der gebetet hat, Herr, sei mir Sünder gnädig. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagte, von diesen beiden ist nur einer gerechtfertigt vor Gott nach Hause gegangen. Von diesen beiden ist nur einer, der die Vergebung durch die Gnade Gottes bekommen hat. Und das war der Zöllner. Und ich habe mich gefragt, warum? Wo ist da der Unterschied? Der Unterschied war, der Pharisäer hat zu Gott gebetet und hat nach außen ein super Bild dargestellt. Aber das Problem war, dass er den Deckel drauf hatte. Und dieser Deckel war ziemlich dicht geschlossen. Und er sagte, Herr, schau mal mein Leben an. Es ist doch perfekt, nicht wahr? Und ich möchte jetzt dir gegenüber sehr, sehr dankbar sein. Ich bin dir sehr dankbar. Wie wäre es, wenn dieser Pharisäer den Deckel aufgemacht hätte und hätte wenigstens gesagt, Herr, ich möchte jetzt mein Herz in deinem Licht prüfen. Herr, prüfe und erforsche mich, ob ich nicht auf dem falschen Wege bin. Ich möchte, dass du anschaust, ob in meinem Herzen nicht die Unreinheiten Platz gefunden haben. Und ich möchte diese Sachen, die mich unrein gemacht haben, vor dir bringen. Ich möchte bei dir um Vergebung bitten, um die Reinigung. Ich möchte dich bitten, dass du mein Herz jetzt rein machst. Ich denke, wenn der Pharisäer so gebetet hätte, dann würde Jesus sagen, und nach so einem Gebet waren zwei, die nach Hause gegangen sind und waren gerechtfertigt vor Gott. Es waren zwei, die die Vergebung durch die Gnade Gottes bekommen haben. Aber es war nicht der Fall, weil der Pharisäer hat Deckel zugemacht und es war dicht. Also bis dahin bitte und nicht weiter. Und das, was gut ist, dafür bin ich dir sehr dankbar. Der Zöllner dagegen sagte, Herr, ich mache jetzt meinen Deckel und ich weiß mir, wie mein Herz in deinem Licht ist. Das Herz ist unrein und voller Unreinheiten. Ich bin ein Sünder vor dir. Und er schlug sich auf Brust und sagte, ich bin ein Sünder, oh Herr, sei mir bitte gnädig. Wisst ihr, es gibt Menschen, die ein perfektes Bild nach außen herstellen.
Die machen Deckel zu, laufen durch die Gegend, sie besuchen die Gottesdienste, sie lesen ab und zu die Bibel, wenn man die Frage stellt, glaubst du an Gott? Ja, ich glaube an Gott und an seinen Sohn Jesus Christus und ich versuche als guter Mensch da zu sein und ich tue auch gute Werke, aber lebenlang bleibt Deckel zu und die Menschen bleiben als Sünder vor Gott. Und Gott möchte dich heute ansprechen und sagen, mach doch Deckel auf, komm zu mir. Mir ist das egal, was du in deinem Leben geleistet hast. Mir ist das egal, wie gut du erzogen bist und welche Bildung du hast. Mir ist das so wichtig, dass du dein Herz in meinem Licht anschaust. Und ich möchte dein Herz reinmachen. Ich möchte dir alle deine Sünden vergeben und ich möchte dich zu meinem Kind machen. Ich möchte, dass auch dein Name im Buch des Lebens steht. Und ich sage dir, mach bitte den Deckel nicht zu. Komm mit deinem Herzen, so wie du bist, vor Gott. Und er kann dir ein reines Herz schenken. Ich möchte noch eine Gruppe der Menschen ansprechen. Das sind diejenigen, die diese Entscheidung für Christus getroffen haben. Die einmal zu Jesus gekommen sind und haben gesagt, Herr, ich tue Buße. Und ich möchte diese Umkehr erleben und ich möchte ein neues Leben starten. Und das hast du alles erlebt. Aber es kann gut möglich sein, dass du von diesem Sauerteig der Pharisäer infiziert bist. Dass du Deckel drauf gemacht hast und schon über Jahre mit diesem Deckel rumläufst. Du bist vielleicht ein perfekter Christ. Du besuchst alle Veranstaltungen der Gemeinde. Du betest zu Gott, du tust bestimmte Dienste in der Gemeinde, du singst im Projektchor, du machst die Kinderarbeit, du bist vielleicht im Küchenteam oder leitest einen Hauskreis, du bist vielleicht vorne auch am Predigen und das sieht nach außen alles perfekt aus. Aber meine Frage an dich, wann hast du letzte Mal so gebetet, Herr, prüfe und erforsche mein Herz? Wann hast du letzte Mal in deinem Leben diesen Deckel aufgemacht und hast gesagt, Herr, ich möchte jetzt ganz offen und ehrlich mein Herz in deinem Licht sehen. Und ich möchte erkennen, welche Unreinheiten dort Platz gefunden haben. Und ich möchte diese Unreinheiten vor dir bringen. Und ich möchte die Reinigung von dir erleben und ich möchte, dass ich nicht nur von außen weiß, perfekt und glänzend bin. Ich möchte, dass du mich reinigst und dass ich mit einem reinen Herzen vor dir lebe, dass ich mit reinem Herzen dir diene, dass ich mit reinem Herzen dich liebe. Ich möchte dir Mut machen, dass du diesen Deckel nicht zumachst, dass du offen und ehrlich vor Gott bist und dass du dein Herz in seinem Licht stellst. Und wenn du was erkennst, dass du dafür sorgst, dass er gereinigt wird, dass du nicht nur von außen, sondern auch von innen glänzend bist. Gott ist das wichtig, dass du ein reines Herz hast. Ich möchte meine Verkündigung mit den Worten abschließen. Jesus sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Amen.